Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Hier ist mein Katana. Das heißt zuerst, Ich freue Ich verkaufen habe die wir besten Waren zu den das Schwert, was ich derzeit kleinsten. trage. So, haben wir noch ein bisschen Gewicht eingespart. Und dann müssen wir es irgendwie schaffen, den hier wieder zu Seht holen. euch vor. Hey. Hör auf, manuell zu laufen. Oh Gott. Automatisch meine ich. Das ist mein Katana. Ihr So, hilf mir doch hinterlistiger einer. kleiner Kommt Dieb, schnell, hier hier ist ein wagt es mich Räuber. zu berauben. Ich hab gar nichts gemacht. Meins, tschüss. Okay. Dieses Katana, ich muss das irgendwie so machen, dass es mir gehört. Ich will nicht, dass es geklaut ist. Oh Gott. Haltet auf. Dann. Niemals! 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 Das ist mein Katana! Niemand kriegt es! Ich muss es irgendwo hinlegen Lasst es und dann uns zu wiederkommen. Ende bringen. Ich muss es sichern. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Ich muss es sichern. Ich muss es irgendwo unterbringen, wo es sicher ist. Dann dürfen die gerne mein Zeug konfiszieren und alles. Scheiße, wo bin ich? Ich will doch nur mein Katana. Ich will doch nicht kämpfen. Okay, ich muss einfach geradeaus. Einfach Richtung Westen. Einfach Richtung Westen. Immer Richtung Westen. Dann komme ich raus. Ich werde nicht gesehen. Wir sind nicht im Kampf. Ich weiß nicht, wo ich es verstecke. Ich muss es irgendwo verstecken. Irgendwo, wo ich es schnell wiederfinde. Fliehe, Zero. Fliehe mit dem Besten, was du jemals gefunden hast. Und dann komme ich wieder und dann könnt ihr mich gerne verhaften. Ihr wagt es, euch der Macht der kaiserlichen Legion zu widersetzen. Ich bin frei. Ich bin frei. Was bist du denn da? Erbärmlich. Ja, du mich auch. So. Ich hab ins Wasser. Folgst du mir ins Wasser? Einfach abtauchen. Hier wird er mich bestimmt nicht finden. Kannst bestimmt mit deiner schweren Rüstung nicht schwimmen, oder? Nierenwurz. Verzieh dich! Ich will doch nur mein Katana behalten. Dieses Katana ist mein Leben. Ohne es bin ich am Arsch. Nebenbei irgendwas holen. Lass mich doch in Ruhe. Ich will dich nicht töten. Wenn ich dich töte, habe ich ein riesen Kopfgeld am Start. Okay, und Double X, du hattest recht, wenn man irgendwas in die Hand nimmt, ist das Stehlen. Ich wollte es mir doch nur angucken. Jetzt verzieh dich halt. Ich glaube, die wollen mich. Ja, aber er versucht es zumindest. Lass mich halt in Ruhe, kümmere dich um die Diebe. Ja. Ha, genau das habe ich erwartet. Ich bin frei. Und so schnell geht das, Freunde. Ich bin immer noch im Kampf. Die Frage ist, wo lege ich das Katana ab? Wo ist es in Sicherheit, wo ich es mir wiederholen kann? In irgendeine Leiche oder so. Ja, die Leiche könnte auch verschwinden. Aber im Behälter kann sie auch verschwinden. Okay, schauen wir mal.
Was ist hiermit? Den Leute kenne ich gar nicht. Oh. Ist doch eine DLC. Zu den DLCs können wir nicht reisen, aber wieso kann ich da hinreisen? Da. Priorei Gottes hast du nicht gesehen. Da können wir es verstecken. Da wird niemand danach suchen. Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. In einer Kirche wird niemand suchen. Okay, ergeben wir uns. Und dann kommen wir hierher zurück und hoffen, dass das Katana noch da ist. Wenn nicht, dann ist mein Leben zerstört. Einfach alles ist zerstört. Hallo, ich ergebe mich. Hallo? Denk daran, dass unbefugtes Betreten von Räumen im Kaiserpalast... Oh, die haben nichts mehr gegen mich. Glück gehabt und jetzt ist mein Katana weg. Was wär's doch. Dann ist es noch da. Es ist noch da, ja. Mein Katana, ja. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's einfach geschafft, dass ich mir Katana behalten kann. Also, und so müssen wir das handhaben. Dass wir jedes Mal uns wieder setzen und erstmal das Katana an sich einbringen. Wenn wir irgendwie mal Scheiße gebaut haben. Das ist ein guter Plan. Zero, das ist der beste Plan, den du jemals hattest. Ja, gehen wir mal hinten mal zur Statue. Wieso nicht? Wir können jetzt ein bisschen mehr tragen. Dank der letzten Folge. Und bis sich die Oblivion-Tore aber richtig öffnen, müssen wir eigentlich, die Quest zu Ende bringen, die wir angefangen haben. Aber vielleicht gar nicht mal so schlecht. Sonst kommen wir die ganzen guten Gegner raus. Und köpfen mich. Molag Baals Schrein. Hey, jeder. Es geht. Man muss die Narren vor ihren Illusionen schützen, bevor sie zu ihm kommen. Welche Narren? Wir beobachten und warten. Ihr wandelt im Schatten des Verderbers. Weshalb seid ihr hier? Schrein von Molag Baal. Was wollt ihr am Schrein von Molag Baal, dem Peiniger der Menschen? Ich wünsche ein Opfer darzubringen. Ich habe hier nichts zu schaffen. Ich wünsche ein Opfer darzubringen. Wenn ihr meint, würdig zu sein, bringt Molag Baal ein Opfer, das Fell eines Löwen. Okay. Ihr kennt euren Auftrag. Das Fell eines Löwen. Wir beobachten und warten. Wo kriege ich einen Löwe her? Na gut, das dauert wohl noch ein bisschen, bis wir den Löwen kriegen. Aber gut, wir haben schon mal einen Schrein gefunden. Fehlt nur noch der Rest. Gut zu wissen, wie wir die derartigen Artefakte bekommen könnten. Also, ich betone, ihr könnten, weil ich es nicht genau weiß. Weil ich es nur vermute. So, jetzt rüsten wir mal das Katana aus. Guckt es euch an. Es ist nicht verbuggt. Gar nichts. Ich kann damit schlagen, wie ich will. Schlangengrubenhöhle. Das heißt, wir können auch unser Schild verkaufen. Das heißt, wir sparen noch mehr. Ach, du bist ja süß. Nimm das. Ja, das andere Schwert war ein bisschen stärker, ne? Aber dafür ist das hier nicht verbuggt. Messer war null wert. Na gut. Einmal Schaden? Oh, es geht nicht mit zwei Händern, es geht nur mit einem Händer. Oh, super. Die Einhänder sind verbuggt. Ah, das erklärt einiges. Okay, damit kriegen wir nur einfachen Schaden. Na gut, dann brauchen wir uns auch nicht anschleichen. Dann brauchen wir eine gute Klinge für einen Einhandschaden, wo wir einmal kurz zuschlagen können. Ihr seht schon. Wir zerfetzen sie jetzt. Mit dem Katana des Grauens. Kriege ich eine Verzauberung, nenne ich es das Katana des Grauens.
So ist es einfach, gegen euch zu kämpfen. Jetzt komm, stirb halt. Okay. Alles hier mitnehmen, was geht. Ja, die hat mich schon gesehen. Es ist kacke, dass Einhänder verwacht sind. Aber ich habe schon mal herausgefunden, was verwackt ist. Bist du jetzt auch verwackt? Achso, ich schleiche. Oh. Einfach in die Drinne steht und die da richtig kaputt hauen. Schlagen verbraucht, ja, Ausdauer. Willst du was? Schade, das mit dem Kritischen. Das juckt mich echt gerade ein bisschen. Aber ich habe ja noch den hier, ne? Dann packen wir ihn mal auf irgendeine Zahl. Ja, packen wir mal auf die 8, weil so oft verwenden wir den dann sowieso nicht. Holy shit, nein! Warum ich? Oh! Vernicht ihn! Mein Waffe ist kaputt. Fuck it. Ich hab meine Waffe kaputt gemacht. Okay, Reparatur aber habe ich zum Glück am Start, ne? Ja. Das muss jetzt mal reichen, bis wir irgendwo sind, um den reparieren zu können. So ein Kack. Aber auch Trolle kriegen wir ganz okay. Down. Ist nicht mehr so schwer. Wir müssen uns nur ein bisschen... Alles gut. Ist das mittig? So. Nicht, dass es zu einfach wird, ne? Okli-dokli, hinter mir, okay. Haha, das andere hinter mir, Siro, das andere hinter mir. Wie schnell wir auch schleichen mittlerweile. Jetzt will ich ganz normal gehen. Ah, je, oh je, oh je, oh je. Nein, unter meiner Wacht! Einfach nur aggressiv rauf. Denkt jeder schon. Okay, und da muss ich mich heilen. So, welchen Weg gehen wir jetzt? Links, ne? Bist du jetzt gesehen? Mein Katana des Grauens! Spüre die Macht! Einfach rechts und links auf, natürlich. Und dann heilen. Ich brauche unbedingt mehr Mana, damit ich diesen Kampfstil beibehalten kann. Das ist ein einfacher Kampfstil. Okay, wie viele sind da? Nur einer?
Bin flink unterwegs, alter Schwede. Aber er sieht es jedes Mal vorher. Na, verwirrt dich das, Kleiner? Ich glaube, meine Zuschauer auch. Alle denken sich, oh mein Gott, wie du spielst, Zero. Ich spiele sicher. Wenn es funktioniert, dann benutze ich es auch. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich wollte gerade sagen, ist das die Tür? Okay. Na, wir haben es jetzt ein bisschen raus. Wie wir kämpfen sollten. Habe ich ein bisschen Gift am Start? Vielleicht sollten wir das auch mal ein bisschen einbinden. Ein bisschen Gift. Ja, aber kein Gift dabei. Wir sollten Gift brauen, definitiv brauen. Ich dachte schon, der hat mich gesehen. Nicht schleichen, nicht schleichen, Zero. Scum. Waffe wechseln. Gib ihm. Oh! Oh Gott. Oh. Oh. Oh, wenn ich nur warten könnte. Aber ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Ich bin kein Kacknub. Nur Kacknubs warten. Richtige Leute, die heilen sich. Vor allem, ich habe noch nicht gar nichts Gutes gefunden. Nix. Wir sind doch zwei Wege. Achso. Führen wieder zusammen, ne? Was ist das? Will or the Wisp? Oh Gott! Was zur Hölle bist du? Ich glaube, ich hätte dich nicht angreifen sollen. Es tut mir so sorry. Oh Gott, das ist... Es ist unsterblich! Oder? Ich ziehe ein bisschen Leben ab. Ich habe das Gefühl, dass das Ding eigentlich gut ist. Nur ich habe es angegriffen und dann habe ich es versaut. Ja. Zerstörung verbessert, ja. Ist immer gut. Gott, etwas, was nur gegen mit Magie aufgehalten werden kann. Ist ja grausam. Der macht auch noch so kack viel Schaden. Ich weiß nicht, was es ist. Aber offensichtlich... Mag es mich nicht mehr. Es mochte mich wohl mal. Okay, 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 okay. Ich brauch Leben. Bezieh dich bitte! Das war doch nicht mit Absicht. Ich wollte gucken, was du bist. Ich hätte vorher speichern sollen. Stirb doch einfach, bitte. Tu es doch für mich.
Was hast du denn? Will o' the Wisp. Plüscher. Mehr gibst du mir nicht. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Hab so viel für dich verbraucht. Oh. Wenn ich dann nach Google steht, er bestimmt gutmütig. Nicht angreifen. Nicht angreifen! Was hat der Zero gemacht? Angegriffen. Holy shit! Wow, 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 wow. Unterwasseratmung. Schock widerstehen. 10% an selbst. Das hat er bewacht? Geile Nummer. Ich würde es gleich wieder tun. Ich würde ihn nochmal angreifen. Für den Dude. Da würde ich das gerne nochmal machen. Und immer noch muss ich schlafen. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir in einem unserer Abenteuer im Bett finden, aber womöglich kriegen wir schon fast 2 Level zusammen. Das heißt, wir sollten definitiv mal schlafen gehen. Wollte ich nicht eigentlich schon schlafen gehen? Ach stimmt, dann war das Katana im Weg. Da habe ich beim Katana schon die Folge gestartet. Ne? Ich bin im Kreis gelaufen, cool. Mache ich sehr gerne. Und immer öfter. Klaus Dahler, alles was ein Bier braucht. Habe ich nie getrunken. Keine Produktplatzierung. Muss man alles mal so anmerken. Noch ein paar Pilzchen mitnehmen. Können wir uns die Dröhnung geben. Da ist noch ein Gang. So. Jetzt wird wirklich tiefer rein. Oh nein. Warum du? Angriffskampf, Angriff. Lock ihn zu dir, damit du den Nahkampfangriff fertig machen kannst. Sauber. Ja. So habe ich mir das vorgestellt, Dude. So habe ich mir das vorgestellt. Können wir alles verkaufen. Wir haben kaum Gewicht hier mitgenommen. Krass. Trotzdem haben wir ziemlich viele wertvolle Sachen mitgenommen. So gönne ich mir das. Das Amulett, das behalte ich mit der Unterwasseratmung. Logischerweise, wenn ich es brauche, setze ich es ein. Wenn ich es nicht aus Versehen verkaufe, irgendwie muss man das doch irgendwie locken können, oder? Kann man Sachen locken, damit sie quasi nicht verkauft werden können? Naja. Wieder in Freiheit. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum Marktbezirk. Wir wollen ja sowieso verkaufen. Und suchen hier mal eine Herberge auf. Habt Mitleid, Herr. Ich habe nichts zu essen. Ihr seht aus wie jemand, dem ich vielleicht helfen könnte. Bei den neuen göttlichen Angriff. Alles gut. Willst du mal testen? So, oh. Ein Bettchen bitte. Was wollt ihr? Ich. 20 Gold. Auch ihr. Möge Abzocke. Die mit euch sein. Brief. Ich kann es kaum erwarten, dich heute Abend zu sehen. Den ganzen Tag verbringe ich damit, an unsere nächste Begegnung zu denken. Bald werden wir verheiratet sein. Dann bleiben wir für immer zusammen. Deine wahre Liebe. Einfach mal so random stuff. Und Galeria und der Mystische. Ja, gut. Oh nein!
Ihr träumt von jemandem, der friedlich in seinem Bett schläft, als ein hagerer Schatten lautlos ins Zimmer gleitet. Er nähert sich dem Bett, beugt sich über den Schlafenden und versenkt seine Reißzähne in dessen Hals. Nach einer Weile erhebt sich die blasse Figur, das Kinn tropfend von Blut, als die Farbe in das Gesicht des Vampirs zurückkehrt und seine Züge sich wieder herausbilden. Erkennt ihr euer eigenes Gesicht? Schreiend wacht ihr auf. Level up? Shit. Ah, jetzt sind wir ein Geist. Wir müssen noch auf Willenskraft gehen wegen Zerstörung, ne? Aber ich brauche noch Intelligenz. Ich denke mal, für eine Weile auf Geschicke verzichten. Ja, machen wir mal so. Legt fest, wie schnell sie sich bewegen. Zuständig für die Fähigkeit Athletik, leichte Rüstung und Akrobatik. Ja, kann man vielleicht auch mal machen. Aber wir sind erstmal damit beschäftigt. Ihr seid Stufe 10. Und ich bin ein Vampir. Herkömmliche Waffen widerstehen. Meine Augen. Krankheit widerstehen, Lähmung widerstehen. Anfällig gegen Feuer. Ja, Zero geile Boots. Ah, verdammt. Das heißt Zeros geile Boots. Nein, ich hab's voll verkackt. Oh Gott. Das ist alles kacke. Ich will keinen Vampirismus haben. Wie kann ich den Vampirismus aufhören? Verdammt. Ah, Jägerauge. Ja, das, liebe Freunde, ist mein Vampirzauber, anscheinend. Beides auf einmal. Das ist echt kacke. Freunde, das ist jetzt echt kacke. Wir sind aber kurz vor dem nächsten Level up. Stärkeentzug. Was zieht mir denn Stärke ab? Ich muss mich um meine Krankheiten kümmern, ganz ehrlich. Das ist so schlimm. Entzug Schnelligkeit, Entzug Geschick. Ah, Vampir-Attribute. Ah, ich bin schnell geworden wegen Vampirismus. Ich habe mehr Willenskraft. Ich habe mehr Stärke, aber mir wird doch Stärke abgezogen, oder? Rot ist doch schlecht. Keine Ahnung. Seltsam. Weil hier wird mir Willenskraft entzogen, ne? Schnelligkeit. Ich muss das hier erstmal bereinigen. Und dann gucken wir weiter. Wir müssen irgendwie einen Arzt finden. Gibt's irgendwie so eine Priesterschaft irgendwo? Wo kann ich denn meine Krankheit bereinigen? Hallo. Hallo. Ich will diese Scheißsicht nicht mehr haben. Wie lange hält das denn an? Holy shit. Viel länger als das davor. Seid gegrüßt. Die Kämpfergilde sucht neue Rekruten. Okay, gucken wir mal. Hafenviertel, Geheim Universität, Baumgarten, Tempelbezirk. Ich muss diesen Vampirismus loswerden. Tagsüber wird es mir nämlich nicht gut gehen. Wie geht es euch? Hallo. Ja? Heilmittel gegen Vampirismus. Eine Heilung? Ihr meint außer dem Tod? So etwas ist außerhalb unseres Einflussbereichs. Der Körper ist vom Vampirismus so pervertiert, dass nur wenige die Wirkung ungeschehen machen können. Und noch weniger würden es ausprobieren.
Bei der Magiergilde weiß man vielleicht mehr. Sprecht mit Raminus Polus. Er kann euch vielleicht führen. Ja, Freunde, unser neuestes Abenteuer ist das Vampirheilungsmittel. Geil. Seht euch vor. Einfach geil. Wer kann mich heilen? Ist hier irgendwie ein Heiler unterwegs? Bist du ein Heiler? Mein Name ist Alessia Ottus und ich möchte über die neuen... Ja. Brauch Heilung, okay? Wohl. Ich heiße ja ihr. Ich bin ein Langfinger. Ein Taschendieb, aber keine Sorge, ihr seid vor mir sicher. Ihr seht aus, als könntet ihr es mir übel nehmen. Zu riskant. Okay. Ich begrüße Schönen deine Offenheit. Jem hat pflegt das Tempelgrundstück. Jem hat. Ja, ich brauche Heilung. Schön. Okay, Freunde. Morgen Heilung des Vampirismus. Haut rein, euer Zero. Tschüss.